Schmidt, willkommen zu dieser Ausgabe. Und das sind die Themen, die wir für Sie vorbereitet haben. Die Bundesregierung ringt um eine gemeinsame Linie gegen den Energiepreisschock. Die in den 90er Jahren verteidigte der Anwalt nicht nur Studierende der 68er-Regierung, sondern auch den Er stimmt im Bundestag nicht nur einmal gegen die Mehrheitsmeinung in seiner Fraktion. Vor allem Kriegseinsätze lehnte Ströbele immer ab. Uli Reitinger, Berlin. Kanzler Olaf Scholz hat den verstorbenen russischen Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow als mutigen Reformer gewürdigt. Der ehemalige sowjetische Staatschef habe vieles gewagt, sagte Scholz am Rande der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Seine Politik habe es möglich gemacht, dass Deutschland vereint werden konnte. Russland hat zwei Abend um 12 mit allen zwei Top-Themen dieser Tage zu beraten. Der Ukraine-Krieg und seine Folgen für die Innen- und Außenpolitik und daraus folgend der Streit um die offensichtlich viel konstruierte Gasumlage. Seine Politik der Perestroika, also der Umgestaltung, hatte er als sowjetischer Präsident versucht. Verhandeln Washington und Moskau bereits über atomare und konventionelle Waffen. In Reykjavik unterschreibt unser Wetter für die Region Osnabrück. Ein Wechselspielchen aus Sonne und Wolken heute bei bisschen Wuchs. Ähnlich wie heute. 23 Grad und Stolberg 24 Grad. Seitdem werde die Regie so weiter bei. Das sind wieder Fragen an Katzen. Vielen Dank. Es ist. Der Sowjetunion an der BR. But my back some distances in places. Ja, bleiben beim Thema. Dann auch NRW. Politisch setzt Bill Gorbatschow auf Sonne 24. Rund bei jedem Wetter. Die Best of Rock FM Musikstreams. Jetzt auf radio21.de. Bester Rock'n'Pop. Hier ist die Annette Radek Show. Der letzte Tag im August. Genießen wir ihn mit viel Sonne und gutem Sound jetzt. Der große Rockklassiker, ey.